In Mega Raids ist aktuell Mega Gengar und ich will hier zeigen, wie man es zu dritt besiegt. Gegen Ende werde ich hier bei Obers Let's Play auch noch eine Übersicht sehr guter Konda vorstellen. Mega Gengar ist ein Gift- und Geist-Pokémon und dementsprechend sind sehr effektiv Pokémon von Typ Geist, Unlicht, Boden und Psycho. Hier kommt als erstes Giratina Urform zum Einsatz. Das ist ein Geist- und Drachen-Pokémon mit Angriff Dunkelklaue und der Ladeattacke Spukball. Im letzten Raid gab es erst die Giratina-Urform. Dementsprechend kann es jetzt auch sein, dass genügend Leute diese haben. Wie man sieht, sie hält zwar einiges aus, aber doch nicht ganz so viel. Jetzt kommt der Krypto-Despotar. Das ist ein Gestein- und Unlicht-Pokémon mit Angriff Biss und der Ladeattacke Knirscher. Hier ist die Krypto-Version, die macht viel mehr Schaden, 20% mehr Schaden als die normale Version. Dafür hält es auch 20% weniger aus. Hier ist Darkrai, ein Unlicht-Pokémon mit Angriff Standpauke und der Ladeattacke Spukball. Aktuell gibt es dieses mystische Pokémon auch in 5er Raids. Somit kann man es gut dort bekommen. Durch Tausch leider nicht möglich, da mystische Pokémon nicht tauschbar sind. Wie man hier sieht, es hält auch ganz ein Stückchen was aus und macht trotzdem einigermaßen gut Schaden. Wir sind jetzt ungefähr bei Viertel der Zeit und Mega Gengar hat ungefähr mehr als die Viertel seines Lebens verloren. Also das könnte gut ausgehen, diese Trio-Raid. Jetzt ist Rionio da. Das ist ein Boden- und Gesteins-Pokémon mit Angriff Lehmschelle und der Ladeattacke Erdbeben. Das hält normalerweise viel aus, aber hier gegen Gengar oder Mega Gengar mit Spukball nicht so lange. Hier ist Demeterus auch schon im Einsatz. Das ist ein Boden- und Flug-Pokémon mit Angriff Lehmschuss und der Ladeattacke Erdkräfte. Leider hält es hier nicht so viel aus. Dafür kommt jetzt Groudon. Das ist ein Boden-Pokémon mit Angriff Lehmschuss und der Ladeattacke Erdbeben. Hält ein bisschen mehr aus, aber so viel auch wieder nicht. Deswegen muss ich jetzt schon zu meiner zweiten Gruppe kommen, die ich vorher ausgewählt habe. Hier beginne ich wieder mit Giratina Urform, wieder mit Angriff Dunkelklaue und der Ladeattacke Spukball. Jetzt sieht man schon, Mega Gengar ist im gelben Bereich, das heißt 50% seines Lebens ist weg und wir haben etwas mehr als die Hälfte an Zeit noch übrig, ihn zu besiegen. Also das wird schon etwas knapper, Trio-Raid. Jetzt war Mewtwo da, Psycho-Pokémon mit Psycho-Klinge und Ladeattacke Spukball. Aktuell ist ein normaler Despotar im Einsatz. Es ist wieder ein Gestein- und Unlicht-Pokémon mit Angriff Biss und der Ladeattacke Knirscher. Macht nicht so viel Schaden wie die Krypto-Pokémon, aber hält dafür etwas länger aus. Wie man jetzt auch hier schön sieht. Aber irgendwann ist doch zu Ende. Und jetzt kommt Skelabra. Das ist ein Geist- und Feuer-Pokémon. Hat den Angriff Birte und Ladeattacke Spukball. Aktuell kann man Lichtel fangen. Das ist die Grundform, aus dem man diesen Skelabra entwickeln kann. Mega Gengar ist im roten Bereich, das heißt, er hat noch ein Viertel des Lebens und wir haben über ein Viertel der Zeit noch übrig, also sieht gut aus. Giratina Urform war jetzt gerade da, ist jetzt allerdings schon wieder weg. Und jetzt ist Stalobor im Einsatz, ein Boden- und Stahl-Pokémon mit Angriff Schlemmschelle und Ladeattacke Schlagbohrer, allerdings hat es nicht so lange ausgehalten. Jetzt muss ich schon mit empfohlenen Pokémon wieder zurück, weil ich kein drittes Team vorbereitet habe. Hier ist Despotar im Einsatz mit Biss und Knirscher wieder. Das heißt, naja, der wird nicht so lange jetzt auch mehr durchhalten. Die empfohlenen, so wie ich jetzt gesehen habe, war glaube ich ein Relaxo drin. Also normalerweise verwendet man kein Relaxo. Relaxo hält zwar viel aus, macht aber nicht so viel Schaden. Aber da es jetzt in Empfohlenen da war, benutze ich es natürlich noch. Das heißt, er wird einiges aushalten, aber nicht so viel Schaden machen. Glücklicherweise hat es auch eine Bodenattacke, nämlich Erdbeben, neben seinem normalen Angriff Schlecker.
Dementsprechend macht es doch einigermaßen Schaden. Wenigstens genug, um Mega Gengar noch zu besiegen. Und ja, es hat geklappt. Besiegt, hat sich zurückverwandelt in ein normales Gengar. Allerdings mit Kostüm, weil aktuell ja so ein Event ist. Jetzt geht es noch darum, ihn zu fangen. Da ich genügend goldene Beeren habe, verwende ich die. Dann dauert es nicht so lange, das Fangen. Man muss es natürlich treffen. Jetzt habe ich mit dem großartigen Curveball auch getroffen, das Mega Gengar. Oder besser gesagt, das ist ja nur noch ein Gengar. Mega Gengar kann man nicht fangen. Die kann man nur entwickeln aus Gengar, indem man genügend Energie hat. Jetzt schauen wir mal auf die Bewertung. 2 Sterne, also eigentlich schlecht. Wer von der Bewertung her ein 100% Gengar haben will, der müsste einen mit 1644 WP fangen, beziehungsweise wenn der Wetter verstärkt ist, zum Beispiel bei Nebel oder bedeckt, dann wäre ein 100% 2055 WP. Und bei solchen Werten würde sich das Nutzen einer goldenen Beere bestimmt lohnen. Jetzt möchte ich euch noch einige Pokémon vorstellen, mit denen ihr Mega Gengar leichter besiegen könnt. Zu einem Mewtwo mit Konfusion und Psychostoß, Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben, Giratina Urform mit Dunkelklaue und Spukball, Darkrai mit Standpauke und Spukball, Despotar mit Biss und Knirscher, natürlich auch die Krypto-Version kann man verwenden, die wäre sogar besser. Ein Rionior mit Lehmschelle und Erdbeben, Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer, Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese, auch hier wäre die Krypto-Version die bessere Wahl, und Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte. Natürlich könnt ihr auch Mega-Entwicklungen einsetzen, wie zum Beispiel Mega Gengar mit Dunkelklaue und Spukball, beziehungsweise man kann statt Dunkelklaue auch Schlecker nehmen. Oder Mega Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer. Das wären die 2 besten Varianten, wobei der Gengar die beste Wahl wäre. An 3. Platz von Mega-Entwicklungen würde Turtok kommen, also Mega Turtok mit Biss und Aquahaubitze. Und die letzte Wahl für eine Mega-Entwicklung wäre Mega Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohe Kanonade. Hast du Fragen zu dem Video? Dann schreibe sie bitte in die Kommentare. Bitte gib auch einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat, beziehungsweise abonniere meinen Kanal Obers Let's Play, um kein neues Video von mir zu verpassen.